Ja, und wieder zurück bei... Ja, schöner Schrei. Ja, herzlich willkommen wieder zurück bei Part 4 bei Castlemania, würde ich sagen. Castle Miner Z. Wir haben jetzt gerade von dem letzten Part, jetzt waren wir jetzt ganz... Mann, bist du klein? Ich gewöhne mich nicht dran. Du bist immer klein, habe ich das Gefühl. Kein Scherz. Ja, du bist auch nicht groß, ey. Echt nicht. Mann, wir haben gerade doch eben noch den Drachen getötet und... Ja, aber das war ja nichts, ja. Mit dem Drachen töten, ne? Mann, ich kann auf ihn schießen, ist doch scheißegal, der ist so immer wieder permanent stinksauer auf uns. Tag 8 hat sie ist schon beigetreten. So. Nett, ne? Haben wir Tag 7 übersprungen? Nee, Tag 7 war schon. Also. In der letzten Aufnahme. Ich sag mal. Ja. Also ich wollte eher erstmal Steine sammeln und Sand. Genau, dann wolltest du dir die Lichtblöcke machen. Ob die Lichtblöcke zerschossen werden können? Werden wir dann sehen, oder? Aber erstmal brauche ich, wir haben kein Eisen mehr. Das ist scheiße. Da mache ich mir eben halt eine Steinschaufel, ist mir kackegal. So, und ich habe ja zum Glück noch meine Goldspitzhacke, die ja irgendwie 50 Jahre hält. Keine Ahnung, sind wir auch nicht Schrott. Und da wir zu, und das Schöne ist, ich werde jetzt anfangen, erstmal einfach knallhart diagonal vom Dings eiskalt hier rüber zu buddeln, weil das geht. Wir haben den echt genau. Die, Sand? Ich meine, wir haben unsere Basis wirklich genau diagonal. Da drüben ist Sand. Ach, rübergebaut. Scheiße. Ich muss jetzt da quer durchlaufen. Ich meine, wie geil ist das bitte? Wir haben genau diagonal rübergezimmert. Unsere Festung. Alter, die Schaufel sieht so klein aus. Oh Mann, ich fühle mich total unwohl hier. Deswegen fräse ich jetzt einfach mal eiskalt durch den Stein. Eigentlich müssten wir in der Nähe unserer Basis dann. Oh shit! Ich glaube, ich brauche Hilfe. Sand abzubauen, hier sind zu viele. Komm, das schaffst du doch. Nein! Dann mach was anderes währenddessen. Wow, ich habe 2 Sandblöcke abbauen können. Wow, I'm awesome. Oh, 2. Ja, ich konnte nur 2 abbauen und musste fliehen. Läuft, oder? Ey, ist doch geil. Ach, da hinten ist auch Sand. Und der Drache. Kein fucking Holz. Das geht ja gar nicht. Und ja, man kann hier ernsthaft sich richtig geil bewegen, Leute. Oh, hier ist ja nicht mal ein scheiß Baum in der Nähe. Jetzt muss ich noch so weit zum Baum. Oh, ich bin nörgelnd. Ich weiß nicht, ob es den Leuten auffällt, aber ich nörgel gern. Auf zu nörgeln. Nörgel, 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 nörgel. Ich nörgel das halt. Das Coole ist, Sand staubt so genauso so wie Stein. Danke, ey, der Draht ist praktisch, da haut mir den Sand weg. Aber es bleibt ja nichts übrig, was ich sammle. Der hat mir so ein fetten Loch wegge... Der hat mir den ganzen fast den ganzen Sand weggebombt. So, toll. Ah! Drecksau! Ja, denke ich. Ja, und der hat anscheinend gemeint so, ey, ich will ihm helfen beim Baum wegmachen. Und dann baut er und dann kloppt er hier den gesamten Baum auseinander. Einschließlich der Erde. So, ich brauche Fackeln. Die habe ich bei. Das bedeutet, ich brauche das Holz. Ich Kohle? Brauche ich denn noch? Komm, ich brauche das Holz jetzt. Schnell. Ich brauche Eisen. Der hat Fuck! Alter, was für ein Noob. Der hat. Ich stehe hier nur rum und der verzieht so doll, oder was? Alter, ich brauche. Ich brauche Eisen. Der Kerl kann echt nicht zielen. Ich brauche Eisen, Mann. Denk mal, das dürfte klappen. Ich habe uns jetzt mal eine Menge Holz. Auch zufällig ein bisschen Kohle. Jetzt kann ich den Gang ausleuchten und dann geht's hier runter. Ich hol mir mal so lange ein bisschen Stein. Ich meine, Stein schadet ja nicht. So. Je mehr Stein, desto besser. Warum auch immer. Aber das ist allzeit bekannt. Je mehr Stein man hat, desto mehr Glück hat man im Leben. Das habe ich aber jetzt mal so entschieden. Hast du immer Pech in deinem Leben? Hast du nie Glück? Immer nur Jobprobleme? Dann hol dir Stein.
Und wenn du jetzt einen Hahn rufst, kriegst du einen zweiten Stein dazu. Gratis. Niemals. 50% Rabatt, Mann. 10%, wir wollen ja auch, hallo, Mehrwertsteuer. Hm? Ja, echt, ne? Versteuern. Selbst Steine musst du heutzutage versteuern. Man muss Stein versteuern? Ja, die Steinsteuer, hallo, 80%. Oh ja, stimmt. Steinsteuer ist hart, Leute. Was für... Oh Gott. Ist das denn, die Spitze ist so mies. Hey, wir können so viele miese Witze machen, wie wir wollen. Das ist schließlich unser steiniges LP. Steinige Zeiten, oder was? Ja, echt, ne? Steinzeit. Ja, echt, voll Steinzeit. Ich hab nur Stein um mich herum, ey. Weißt du, wie stressig das ist, nur Stein um mich herum zu haben? Zacker jemanden zu töten? Ja? Voll easy. Es geht gut, ne? Geht richtig gut von der Hand, jemanden umzubringen mit einer Steinhack-Dingsbums. Steinhackschnitzel, weißt du? Du hast unsere unser Raum abgearbeitet mit Stein weg. Also, du hast Eisen schon gefunden? Ja, gerade ein Stück. Ja, fehlen ja nur noch ein paar. Nee, viel fehlt nicht mal. Vielleicht sollte ich mal in einer anderen Höhle mal gucken. Ich meine, immer in derselben Höhle gucken bringt uns einen Scheiß. Ich baue hier gerade so ein Untergrundtunnelsystem hier. Es ist so angenehm, keinen Drachen zu hören. Zugleich wie aber Unwohl. Ich gewöhne mich langsam an den Drachen. Ich nenne ihn Thorsten. Oh mein Gott, da kommt Thorsten! Ernsthaft? Nein, Günther. Oder Olaf. Das ist Olaf. Das ist auch Olaf. Passt doch! Keine Sorge, ich fräse mich so langsam in die Nähe. Hast du Olaf gerufen? Nein. Warum? Bist du ein Olaf? Kennen Sie auch das Problem? Sie möchten irgendwas machen, dann kommt Ihnen Olaf dazwischen. Oh ja. Holen Sie sich jetzt das Olaf-Spray. Das haben wir nicht mal. Ich habe das Gefühl, ich werde angeschossen. Nicht nur du. Oh Gott. Nein, 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 Leck mir doch meine süßen Klöten, ey. Das ist richtig verstanden. Ja, hast du überhaupt jetzt den Untergrund? Du bist gerade verreckt. Geh durch den Untergrund. Der ist zufällig genau hier. Es ist langsam echt gruselig. Die Monster hören sich nach einer Weile echt wie zwischen Tiger und... Ach, keine Ahnung. Wenigstens haben sie kein Miau-Katzengeräusch. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen Munition mal basteln, oder? Das könnte helfen. Was zum Teufel? Geh mir nicht auf den Sack. So, ich grab mich mal weiter. Das ist Messinggehäuse oder Eisengehäuse? Messinggehäuse, oder? Ja. Das sind normale. Die ganz normalen, billigen. Bevor ich mich vercrafte, lege ich das mal beiseite. Aber wenn ich nur Messinggehäuse mache, wie kriege ich Munition? Das machst du dann in den Munitionsbereich, die für Munition craften. So, 600 Patronen, reichen die? Ich glaube ja, das reicht für eine Zeit. Ich habe 900 gemacht und ich habe noch 100. Und ich habe ganz schön viel geschossen. Alles daneben. Das kann man jetzt so auch nicht sagen.
hier falsch. So. Ich habe eine neue Muni geholt. Muni sag ich schon hier. Neues Zeug geholt. So, andere. Nein. Wollen wir das nicht? Besonders genau. Mir eine Menge extra Fackeln besorgt. Alter. Ich muss mal echt mal hier mal sortieren, meine Sachen. Eisenspitzhacke. Eisenspitzhacke. So. Die Eisenspitzhacke kannst du hier rein tun. Ich fräse mich durch die Wand, du. Ich bin ehrlich, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich überhaupt rauskomme. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Läuft hart bei uns. Fuck off! Aber ich habe jetzt meine Höhleneingänge. Damit komme ich sehr schnell schon mal dahin, wo ich vorher war. Das dauert nicht sehr lange. Und ich komme von einer Höhle in die nächste. Also ich komme immer näher ran. Kannst du mal unser Gebäude sehen? Siehst du das, was ich jetzt hier oben baue? Nein, ich bin gerade im Tunnel. Ich hoffe, die gehen echt nicht kaputt. Drachen. Was? Diese Wichser! Das ist nicht euer Ernst. Oh, das ist nicht euer Ernst. Hat er nicht in einem einzigen Scheißmoment seine Ruhe? Das kann man sehen. Nein, 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 nein. Ich glaube, der Zombie hat sich gerade selbst umgebracht. Also mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber ja, symmetrisch, ne? Und klar. Kann die Welt nicht funktionieren. Nee, nee, also ohne Symmetrie ist doch alles scheiße. Ohne dich ist alles doof, oder was? Hinweis, man sollte übrigens nicht die Tunnel jetzt angraben, ne? Ich bin jetzt hier echt dabei, den Tunnel so eiskalt durch den Land zu zimmern. Aber ich bemerke keinen Drachen gerade. Was eine Abwechslung, oder? Es ist so ruhig. Die Leuchtsteine haben voll was, Alter. Echt? Sind die gut? Ja, schau die mal, musst du mal anschauen, unbedingt. Ich habe gerade eine Menge Ressourcen wieder verloren, ey. Das kotzt an. Willkommen in meiner Welt.
Aber. 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 Aua. Ich bin gerade runtergefallen. Aber, aua, das ist so ein. Ich bin runtergefallen. Das wirkte gerade echt scheiße, weißt du? Wenn du runterfällst, ist das echt nicht schön. Du denkst echt nur so, fuck. Ach nee, wirklich? Aber ich habe eine Höhle gefunden. Aber ich nutze jetzt gerade mal das Licht der Höhle aus Versehen, um weiterzukommen. Oh ja, jetzt komme ich langsam wieder an Erde. Das heißt, langsam komme ich wieder an Luft. Wir brauchen unbedingt Sand, Eisen, Alter. Sand und Eisen. Und Stein. Stein hast du wahrscheinlich sehr viel. Ja. En masse. En masse. Ja, ich brauch Stein. Ich hab nichts mehr. Hey. Ich bin da. Wir kommen das? Ich komme direkt hier vorne leuchtet? Durch den Tunnel raus. Siehst du das? Ja. Hübsch. Oh shit! Sag was das da hinter mir ist. Ich hab nur irgendwas wusch gehört. Nee, den Gefallen tue ich dir nicht. Das war kein positives Wusch. Hübsch, ich hab noch ein bisschen Erde. Warte mal, auf den Turm. Warte mal, ich will mal, dass er auf den Turm ballert. Und Stein. Wir haben ganz viel. Tag 9. So. Juhu. Brauchst du eigentlich das ganze Stein? Warte. Ja. Echt? Okay, er kann die Leuchtsteine nicht kaputt machen. Glück gehabt. Perfekt. Wäre sonst irgendwie sehr so unsinnig, die Teile. Nur, dass sie hübsch aussehen. Bei dem wenig Rohmaterialien. Wenn es roh sind, dann sollten sie auch wenigstens, wenn sie roh sind. Also wenn sie Unsinn sind, dann sollten sie wenigstens so sein, dass sie Sinn machen. Du hast 24 Steine noch. Ich hol gleich mehr. Ich brauche nur selber zum Teil die Steine wegen der Verkleidung. Weißt du, damit unser freundlicher Gesell hier nicht gleich den ganzen Kram wieder zerschießt. Der Penner. Und auch als Schutz. Als Schutzmantelerweiterung. Oh, der stresst. Seit wie lange nehmen wir gerade auf? Ich habe keinen Plan gemacht, echt jetzt. Mein Outer City hier meint, es läuft seit einer knappen halben Stunde schon wieder, aber da es ja eh die ganze Zeit läuft, schätze ich mal so 20 Minuten haben wir mit Sicherheit. Du musst sagen, wann wir stoppen. Ich verkleide gerade mal die Oberfläche hier vom Tunnel. Ich komme mir gerade echt vor wie in Minecraft, weißt du das? Ach. Wie kommst du drauf? Ja, wie komme ich nur drauf, dass das Minecraft-ähnlich sein kann, ne? Wie komme ich da nur drauf? Oh Gott, Alter, bei meiner Aufnahme die ganze Zeit sieht man mich nur hier. Ich bin auch nur am Stauben. Ja, ich stehe die ganze Zeit hier und baue hier die ganze Zeit rum. Ja, aber ich bin da gerade bei dem Großprojekt des mit dem Tunnel, weißt du? Ich sag dir ein anstrengendes Großprojekt. Ich hole gerade irre viele Steine. Was hast du jetzt eigentlich genau noch vor, da zu bauen? Wenn du überhaupt noch was bauen willst. Da. Gib mir die Teile. Ich mach dir die Tür auf. Also den Stein auf. Wo bist du denn? Ich bin wieder im Tunnel. Ich muss den Tunnel auskleiden, mein Steck. Einfach, weil diese Erde wird von dem Arsch hier weggesprengt. Ach nee. Achso, du brauchst selbst gerade Stein. Ja, zum Glück nicht mehr viel.
Du musst das übrigens bei, wenn du stirbst, musst du bei unserem Dingsbums da wieder rein, ne? Ich bin guter Tunnelarchitekt, oder? Ja, geht. Reicht aus für die Fälle. Das ist eh nur ein Durchgang für immer eben auf die Schnelle. Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Was denn? Ich bin sehr erfreut über meinen Durchgang, weißt du das? Der ist einfach, der ist irgendwo schon stylisch. Auch wenn in diesem Durchgang selbst ganz schön viele Ressourcen kleben. Ich hänge immer noch an derselben Energiedose, Alter. Wir nehmen das gerade 4 Parts an einem Tag auf. Kann auf Dauer anstrengend werden. Keine Sau weiß, wie anstrengend wirklich Let's Play sein kann, körperlich. Das ist Leistungssport. Es ist zwar jetzt nicht um. Ja, du gut, du untertreibst dabei jetzt nicht, ne? Ich meine, es ist wirklich anstrengend. Kann niemand sagen, dass das nicht anstrengend ist.